Hey meine Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Heute gibt es meine Abendroutine. Ich bin erstmal wie jeden Tag von der Schule nach Hause gekommen und dann ziehe ich erstmal meine Jacke aus und meine Schuhe und beachte bitte nicht, wie dreckig die sind. Ich muss sie erstmal wieder waschen. Es ist jetzt 14.20 Uhr. Ich hatte heute nur 7 Stunden, Gott sei Dank, und deswegen bin ich jetzt schon zu Hause. Ich mache mir jetzt erstmal was zum Essen und danach mache ich mein Schulzeug alles. An dem Tag habe ich mir erstmal Tomaten und Salat aus dem Garten geholt, weil ich mir einen Wrap gemacht habe und der war extremst lecker. Und meine Mama baut das übrigens im Garten immer an, deswegen haben wir das immer frisch da. Nach der Schule schaue ich immer, dass das Essen relativ schnell geht, das ich mir mache, weil ich danach mich an mein Schulzeug setzen will. Und ich will immer dann, dass das Kochen relativ schnell geht, damit ich mehr Zeit für alles andere habe. Hier seht ihr mich dann, wie ich meinen Wrap zubereitet habe. Ich habe da einfach alles Mögliche, was wir noch da hatten, reingetan. Mit dem fertigen Wrap bin ich dann in mein Zimmer gegangen und da habe ich es mir dann erstmal gemütlich gemacht. Ich habe Licht angemacht und meine Lichterketten. Ich liebe meine Lichterketten über alles. Es ist einfach so viel gemütlicher und danach musste ich erstmal mein Bett aufräumen, weil es ein bisschen unordentlich war. Und so sah es dann aus und ich liebe es, wenn es ordentlich ist. Ich habe mich nach der Schule auch umgezogen, das mache ich eigentlich immer. Ich habe immer nach der Schule eine Jogginghose an und ein T-Shirt und dann mache ich mir meistens noch meine Haare hoch, weil sie mich einfach ein bisschen stören, wenn sie die ganze Zeit offen sind. Weil vor allem im Herbst und im Winter meine Haut immer relativ trocken ist, creme ich sie nach der Schule immer erstmal ein. Ich habe jetzt mein Zimmer fertig aufgeräumt, jetzt esse ich noch schnell und währenddessen schaue ich meistens ein bisschen Netflix, weil ich brauche immer ewig lang zum Essen. Und ich finde irgendwie alleine zu essen macht nur bei Netflix Spaß. Ich weiß nicht, ich brauche da immer irgendwas dazu. Um es mir beim Lernen noch ein bisschen gemütlicher zu machen, habe ich dann auch noch Duftkerzen angezündet. Das mache ich, glaube ich, jeden Tag. Danach habe ich auch schon meinen Laptop ausgepackt und habe Netflix angemacht, weil ich zum Essen ja immer Netflix schaue. Und ich habe eine neue Serie angefangen und die haben mir viele von euch empfohlen und bis jetzt finde ich sie mega, mega cool. Und ganz ungesund habe ich heute mal Cola getrunken. So gegen 16 Uhr habe ich dann angefangen, produktiv zu werden. Ich bin in den Keller gegangen und habe erstmal die Wäsche zusammengelegt von meiner ganzen Familie. Ich mache das schon seit ein paar Jahren, das ist halt so meine Aufgabe. Ich bin jetzt wieder oben, ich habe ganz viel Wäsche gemacht. Wie man hier sieht, ich habe hier so einen ganzen Stapel mit Wäsche von mir. Ich war nämlich die letzten Wochen jetzt die ganze Zeit bei meinem Freund eigentlich und habe immer nur die dreckige Wäsche hergebracht, habe sie dann selber gewaschen, weil das halt meine Aufgabe ist so. Und jetzt hat sich das alles angesammelt und jetzt muss ich das einfach alles mal wieder aufräumen. Das werde ich jetzt alles einsortieren und da am Boden liegt auch noch ein bisschen was. Währenddessen schaue ich jetzt aber meine Serie weiter, weil ich habe währenddessen eh nichts zu tun. Und es ist so eine ganz andere Serie mal, aber sie gefällt mir echt gut bis jetzt. Ich bin aber erst bei Folge 2, also mal schauen. Die Serie wurde mir von sehr vielen von euch auch empfohlen. Okay, let's go. Nachdem ich noch eine neue Wäsche reingetan habe, habe ich dann angefangen, ein Gewinnspiel von mir einzupacken. Ich habe dann nämlich zwei Gewinner auf Instagram ausgelost und die habe ich dann eingepackt, die Päckchen. Ich habe mich mega doll gefreut, dass ich euch mal eine Freude machen konnte, zumindest den zwei Gewinnern. Danach bin ich runtergegangen und habe mir eine Tasse Tee gemacht. Ich liebe total schwarzen Tee. Währenddessen habe ich dann auch noch die Geschirrspüler ein bisschen ausgeräumt und die Küche ist aufgeräumt. Das gehört nämlich auch zu meinen Aufgaben im Haushalt. Normalerweise haben wir auch einen Wasserkocher, aber ich habe es jetzt in dem Topf gemacht, weil mein Bruder den Wasserkocher nämlich in seinem Zimmer hatte, so wie in dem letzten Video auch schon. Und dann habe ich meinen Tee aufgegossen und dann später noch ein bisschen Zucker rein und ein bisschen Milch, weil ich mag total gerne den schwarzen Tee mit Milch. Danach habe ich auch schon alles fürs Lernen und Hausaufgaben machen vorbereitet, habe alles auf meinen Schreibtisch gestellt, was ich brauche, habe mir wieder meine Serie angemacht, weil ich mag das voll gerne während dem Lernen. Ich setze mich jetzt ein bisschen hin zum Lernen und noch ein bisschen Hausaufgaben machen und währenddessen schaue ich aber auch meine Serie weiter.
Mir hilft es irgendwie immer dabei, wenn ich im Hintergrund irgendwelche Geräusche höre und ich kann dann besser lernen oder Hausaufgaben machen auch. Ich muss auch noch meine Seminararbeit ein bisschen weiterschreiben, weil ich habe nur noch 3 Wochen, bis ich sie fertig haben muss. Sogar weniger als 3 Wochen, weil ich dann nach Amsterdam fahre mit der Schule. Und in den Herbstferien bin ich auch nicht da und nach den Herbstferien muss ich sie halt direkt abgeben. Deswegen muss ich es jetzt dann schon fertig haben. Da habe ich jetzt auch noch einiges zu erledigen. Es ist jetzt aber auch schon 18 Uhr. Ich habe vorher noch nicht so viel für die Schule gemacht und das muss ich jetzt alles nachholen. Ich habe dann mit meinen Hausaufgaben angefangen. Das erste, was ich gemacht habe, war Mathe und ich mag Mathe irgendwie voll gerne, aber irgendwie auch nicht. Ich weiß nicht, das ist irgendwie so eine Hassliebe. Auf jeden Fall habe ich die Hausaufgaben dann gemacht und ich schreibe übrigens am iPad auf GoodNotes. Das fragen mich auch immer viele. Ich verlinke euch hier auch gerne mal mein Video zu GoodNotes bzw. zu meinem iPad. Mich fragen nämlich immer viele nach so einem Video, aber ich habe so ein Video nämlich schon mal gemacht. Ich werde demnächst aber auch noch eins machen. Nach den Mathehausaufgaben habe ich natürlich erstmal eine Lernpause gemacht, weil es natürlich so krass anstrengend war. Nein, Spaß, aber ich liebe diese Gesichtsmaske und hier seht ihr mich dann, wie ich zu Abend gegessen habe. Das war nur noch der Rest von gestern. Nach den ganzen Hausaufgaben ging es dann für mich zum Duschen und das sind so die Produkte, die ich zurzeit benutze, aber die variieren immer. Ich bin gerade schon aus der Dusche, ich bin jetzt mit meinem Schulzeug fast fertig, deswegen werde ich jetzt noch ein bisschen an meiner Seminararbeit schreiben. Ich kämme jetzt meine Haare noch kurz und lasse sie dann wahrscheinlich Luft trocknen, weil ich habe immer keine Lust, sie zu föhnen irgendwie. Und ich weiß, ich habe seit 2 Jahren oder sowas oder seit einem Jahr, keine Ahnung, wann die letzte Abendroutine war, habe ich nicht gelernt, meine Haare nicht zu kämmen, weil ich muss die einfach kämmen, auch wenn es im nassen Zustand eigentlich schlecht ist, aber ich kann nicht anders, weil sonst sehen sie wirklich schlimm aus. Ich habe übrigens jetzt immer so einen Becher, den habe ich gleich bei Teddy gekauft für irgendwie 2 Euro oder so. Den habe ich jetzt immer in meinem Zimmer stehen mit Wasser aufgefüllt oder heute Mittag mit Cola, aber meistens mit Wasser, damit ich genug Wasser trinke über den Tag. Weil ich habe ja auch so eine große Flasche, die habe ich auch manchmal stehen, aber zurzeit eher den Becher irgendwie. Ich gehe jetzt aber auch runter und mache mir noch einen normalen Tee, weil vorher habe ich ja so einen schwarzen Tee mit Milch getrunken und jetzt trinke ich einfach noch einen Früchtetee. Ich liebe Tee trinken und vor allem so jetzt im Herbst und Winter, wenn es ein bisschen kälter wird. Ich freue mich so auf diese Zeit irgendwie. Eigentlich hasse ich Winter, aber dieses Jahr habe ich irgendwie voll den Vibe, ich weiß es nicht. Es ist so schlimm, ich hasse Winter eigentlich komplett und ich hoffe aber, das schneit dieses Jahr. Wieso bin ich auf einmal so, Mann? Ich hasse Herbst und ich hasse Winter eigentlich, aber dieses Jahr vielleicht durch TikTok oder so, dass ich voll den Vibe habe. Aber es sieht halt auch so gemütlich in meinem Zimmer aus und mit den ganzen Kerzen. Es riecht so gut und es ist voll die schöne Stimmung. Gegen 21 Uhr habe ich es mir dann nochmal gemütlich gemacht mit einem Tee. Da habe ich mal so einen Früchtetee getrunken, glaube ich. Ist es auf jeden Fall, war der auch echt lecker. Mit dem Tee und meinem Laptop habe ich mich dann in mein Bett gesetzt und habe ein bisschen an meiner Seminararbeit noch geschrieben. Und jetzt seht ihr ein paar Grimassen von mir, da hatte ich irgendwie meine 5 Minuten, aber ich wollte es nicht rausschneiden, weil ich fand es irgendwie lustig. Das ist so die Musik, die ich immer zum Lernen anhöre und um 23 Uhr habe ich dann versucht, so mich Bett fertig zu machen und ich versuche immer so zwischen 22 Uhr und 0 Uhr ins Bett zu gehen. Klappt manchmal mehr oder weniger gut, aber ja. Das war es mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt euch alle mal wieder eine Abendroutine gewünscht. Hier habt ihr sie. Ich wünsche euch jetzt noch einen ganz schönen Tag. Ich gehe jetzt schlafen und ja, wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss!